Hallo ihr Lieben, noch ist ein bisschen Sonne da, aber generell ist bei uns eigentlich Regen angesagt. Ich nutze gerade eine wertvolle Pause, mal im Garten vorbeizuschauen. Ein bisschen ist hier auch passiert. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Auf jeden Fall zeigen in einem richtig schönen Garten und Gang. Im Hintergrund gibt es immer mal wieder Geräusche. Davon wollen wir uns einfach mal nicht ablenken lassen. Ich bin wieder mal im Garten zurück. Ich hatte eine lange Radtour. Ich war in Kiel zu Besuch beim Klaus. Da werde ich später ein bisschen mehr zu erzählen, würde ich einfach mal sagen. Und heute soll es mal erstmal rein um den Gartenrundgang gehen. Es gibt jede Menge zu zeigen, weil nach wie vor jede Menge wächst. Und es immer wieder was zu entdecken gibt, ist richtig schön. Auch hier hinter mir. Die Lemon Queen ist auch noch richtig gut besucht. Und an dieser Stelle macht sie sich auch richtig gut. Also die mag den Platz. Gefällt mir gut. Ob das hier irgendwie in Zukunft da mehr werden könnte, das wollen wir dann einfach mal schauen. Ja, aber gehen wir mal an die Lemon Queen dran. Oh, die Sonne kommt raus. Haben wir ein Glück. Ja, wie schön. Lemon Queen sieht richtig schön aus und ist richtig gut besucht von diesen Schwebfliegen. Aber ich sehe auch noch ein paar Bienchen gerade. Ne, da ist eine Fliege. Fliege, 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 Fliege. Ne, alles voll Fliegen. Vielleicht lassen sie mich ran, aber in der Regel sind sie ein bisschen scheu. Ne, wir haben Glück. So, und ich finde, der Platz hier macht sich auf jeden Fall viel besser als der andere, wo ich noch eine Lemon Queen stehen habe. Da haben wir wieder eine Schwebfliege. Da auch kleinere Exemplare wieder. Ach, wie schön. Ja, ein bisschen was ist auf jeden Fall los. Und in meinem ganzen Garten gibt es jede Menge Dinge zu entdecken, wie schon gesagt. Und ich war nicht ganz untätig in naher Vergangenheit und habe hier ein bisschen was gemacht. Auf jeden Fall auch wegefrei. Hier kommt man zum Beispiel gar nicht mehr laufen. Das sah dann eher so aus. Ne? Und so tut sich hier nach und nach was. Für heute. Ja, wo fangen wir denn an? Also gibt viel zu viel. Ich versuche mich kompakt zu halten, aber ihr kennt mich. Ich möchte gerne meinem Flow folgen und das werde ich auch tun. Zur Not wird es ein Zweiteiler. Aber es wird auf jeden Fall ein wunderschöner großer Gartenrundgang. Da könnt ihr euch schön gespannt, entspannt, nicht gespannt, doch entspannt gespannt zurücklehnen und einfach mal gucken, was ich euch so zu zeigen habe. Ja, Apfelbaum nicht zeigenswert. Da vorne eine Physalis, die möchte ich ganz gerne zeigen. Die habe ich gerade entdeckt. Und zwar, ich habe ja überall so ein bisschen Physalis verteilt. Und wo ist sie denn nun gelandet? Da. Die hatte ich gerade in der Hand. Ist die erste, die ein bisschen Farbe gekriegt hat. Also, aber aufgeplatzt, Physalis. Das müsste die Tomatillo sein, wenn ich mich richtig entsinne. Sagt mir so die Farbe. Also heißt überall noch warten bei den Physalis. Was hier sonst so wächst, uninteressant. Hier hatte ich mal, glaube ich, einen Rotkohl ausgesetzt vor Monaten. Mochte den Platz überhaupt nicht. Also, naja, Tomate auch dieses Jahr hier in dem Beet gar nicht gelaufen, was total komisch ist. Aber so unterscheidet sich das halt. Und wir tingeln hier mal durch. Hier haben wir nämlich auch noch Physalis stehen. Und das, was hier so rauswächst, ist das Ananassalbei. Also meine Artischocken haben sich hier nicht so durchgesetzt. Sie ist da ganz lütt zu sehen. Da könnt ihr das sehen. Die ist Grippe. Auf der Seite gar nicht mehr zu sehen. Aber ich denke mal, das ist dann so ein Gewächs, was sich über den Winter ein bisschen durchsetzen wird. Das wird schon. Also die anderen habe ich auch durchgekriegt. Wäre sehr schön. Also hier hängen überall noch. Ach, hier auch eine aufgeplatzte. Kriegt aber noch keine Farbe. So, ich muss ein bisschen umdenken, denn das Ganze hier ist ein bisschen improvisiert. Hui, jetzt bin ich ein bisschen schwindelig. Kreislauf, Kreislauf. Denn eigentlich bin ich mit Mikro unterwegs. Ich glaube, da war gerade irgendwie Batterie alle. Das Ding wollte einfach nicht anspringen. Somit ja, mache ich das jetzt alles über den Handyton. Deswegen, wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, könnt ihr gleich sehen, wie doll sich das dann so verändert. Nicht so schön, aber ich versuche darauf zu achten. Das ist halt noch so die alte Weise, wie ich gefilmt habe, bevor ich das Mikrofonaufnahmegerät hatte. Ja, ich werde einfach mal von hier weiter zeigen. Aus dem Abteil kommen wir jetzt gerade so ein bisschen zur Orientierung. Hier vorne haben wir nach wie vor Liebstöckel. Ganz toll, habe ich auch jede Menge schon weggenommen von. Hier vorne Tomaten, Salatgeschichtchen. Hier habe ich einfach alles raus und ach, da liegen noch Tomatenmädchen rum. Ja,
alles raus und ich mache das wie letztes Jahr, einfach die Kompassgeschichtchen sammeln. Hier die, Gott, wie heißt sie denn noch? Wilde Karte, nee, oh, jetzt bin ich voll raus. Wie hieß das denn noch? Na egal, das sollte sich auf jeden Fall im Garten verteilen. Vielleicht fällt mir noch im Laufe des Videos dann was dazu ein. Ich habe davon übrigens schon einiges verteilt, da muss ich jetzt nicht so großartig nachsteuern. Und die Sonnenfalle gefiel mir dieses Jahr richtig gut. Da brauchte man nicht so wirklich viel machen. Anfänglich habe ich ein bisschen geschludert, aber im Großen und Ganzen war das hier ein Fest für die Tiere, ein Fest für mich. Ja, hier habe ich ja überall, das ist alles hier Oregano, auch was am Blühen ist. Hier haben wir Knoblauch, Schnittlauch. Ja, hatte zu viel Konkurrenz, gleiches da vorne. Ja, das ist hier noch Franzosenkraut, das kann noch raus. Ist aber auch ein Wildgemüse, falls ihr da draußen das jetzt noch nicht so wisst. Dann haben wir hier noch Jalapenos. Und guckt, oh, guckt da mal. Guckt mal. Oh, wie schön ist das denn? Hier, guckt mal. Ich glaub's ja nicht. Da kam ja tatsächlich noch was. Habe ich es nicht in einem der letzten Videos hier gesagt, dass ich hoffe, dass da noch was kommt? Also da kommt auf jeden Fall was. Und da vorne muss ich mal einen langen Fuß machen. Hier haben wir auch noch die lila Luzi. Da sieht doch toll aus. Ja, mit dem Mikro, das ist jetzt doch ein bisschen anders. Wenn ich da mal irgendwo ranhalte, ist das schlecht, wenn ich weiter rede und ihr nichts versteht. Ja, hier hat sich so eine Tomate durchgewurschtelt, auch noch hammer viele Blüten dran. Aber der Zug ist natürlich abgefahren. Ja, das ist hier so das Gebiet, wo bestimmt demnächst auch noch mal was passiert, damit das mal frei ist. Habe ich mir schon so lange vorgenommen, aber war jetzt auch kein Drama. Da wächst alles für sich hin, richtig fröhlich vor sich hin. Na, hüpfen wir mal rüber. Denn ich finde, von hier sieht das doch auch mal richtig zeigenswert aus. Also der Palmkohl richtig schön auch. Ich genieße das ja, ne? Also dieses Raupenfest. Ein paar von euch haben sich das ja nochmal nachträglich angeguckt. Ansonsten haben das Video auf jeden Fall viele verpasst. Das kann ich sehen anhand der Aufrufe. Fand es aber nach wie vor faszinierend und ich werde es auch jetzt nochmal oben für euch einblenden. Oben rechts findet ihr ein i. Für alle, die das noch nicht so mitgekriegt haben. Also der Kohl sieht super aus, hat sich richtig gut erholt, wird auch noch ein bisschen angeknabbert, ist völlig okay. Na, mal gucken, wie lange das hält, aber. Ja, ernten heißt das auf jeden Fall demnächst. Gut, und dann haben wir hier noch die Kapuzinerkresse, die sich natürlich so im Garten überall verteilt hat. Wunder, wunderbar. Hier haben wir noch den Brokkoli, so sieht er mittlerweile aus. Richtig doll, da wollte ich auf jeden Fall auch noch Saatgut von nehmen. Dann nachher habe ich noch ein bisschen Luft. Bei den Zwiebeln habe ich schon losgelegt, aber auch die verteilen sich hier. Da könnt ihr das sehen, das Saatgut zwischen. Das ist so das Stadium, wo ihr Saatgut rauskriegt. Obwohl das hier sieht noch ein bisschen, ja, doch auch. Aber. Naja, hier habe ich mir schon den Kopf geschnappt und habe den weggepackt zur Saatgutgewinnung. Wieso wächst da denn eine Tomate? Seit wann wächst denn da eine Tomate? Die habe ich hier gerade zum ersten Mal entdeckt. Ja, die rote Rübe ist raus. Was haben wir hier noch? Ja. Wow. Da hängt ja ein Riesenapparat da unten dran. Naja, wollen wir jetzt nicht beigehen? Sollen wir vielleicht noch Saatgut liefern? Hier haben wir noch den Salat zwischen. Wächst wunderbar. War ich auch lange nicht mehr bei. Aber hey, guck mal, das ist genau das, so ein bisschen Zeit verschaffen zum Ernten, dass man ein bisschen da frei ist. Ja, Tomaten gibt es auch noch ein paar wenige, aber die meisten, die sind schon hin. Hier hat mir auch jemand dran rumgerissen, habe ich alle Sachen oben weggerissen, ist schon eine Weile her. Aber das, was ihr jetzt noch seht, was ich in keinem meiner Videos bisher angesprochen habe, vielleicht ist es ja dem einen oder anderen schon aufgefallen, hier wächst Spinat. Und ich weiß nicht, ob das der Neuseeländer Spinat ist. Ich müsste ihn von meinen Eltern gekriegt haben. Hier überall zwischen. Da, das ist eine Pflanze. Kommt alles da hinten aus der Ecke. Ne, hier hat er sich verteilt. Wunderbar. Sowas habe ich mir vorgestellt. Der darf sich richtig breit machen. Gefällt mir. Schöne Pflanze. Hat er hier so zusammen mit der Gurke gelebt. Und als die Gurke dann dahin gerafft ist, ja, hat sich das Ding dann so richtig breit gemacht. Ansonsten auch noch so zu entdecken. Überall wieder Erdbeeren, so habe ich das Anfang des Jahres noch gemacht. Diesmal habe ich mir vorgenommen, mal gucken, ob das was wird. Die dann, ja, die wachsen ja, die machen sich lang über lange Triebe und dann wachsen die immer so stellenweise fest. Und das kann man noch abtrennen, das sind nachher dann alles Einzelpflanzen und so kann man das dann so vermehren. Hier ist auch so eine Stelle, hier bildet sich ein neues, da unten kommt schon die Wurzel. Da könnt ihr auf meinem Finger sehen, ich will jetzt nicht näher rangehen, sonst hört ihr mich nicht mehr so gut.
Obwohl ich versuche mal ein bisschen mit runter zu gehen. Doch, das kann man gut sehen, ne? Wurzel und das dann eine neue, das wäre dann eine neue Pflanze. Ja, was hier denn sonst noch? Paar Möhrchen und so, das möchte ich aber nächstes Jahr blühen lassen. Denn wenn Möhrchen blühen, das ist ein Fest. Und ich hatte das noch nicht. Ich möchte dieses Fest erleben. So. Ja, bevor wir hier rechts zu dem Thema hinkommen, möchte ich euch nicht vorenthalten, wie es hier aussieht. Also hier habe ich noch Erdbeerpflanzen zwischen, das lässt sich alles nachher nochmal wieder frei machen. Ist auf jeden Fall schon super fürs nächste Jahr. Hier hätte ich noch rote Beete und so weiter drin. Da sehe ich sogar noch ein bisschen was. Weiß aber nicht, ob da unten noch was wächst. Zu viel Konkurrenz. Oh doch, da ist auch noch so einer. Oh, wie wunderschön. Den nehme ich doch gleich mal mit. So, ja. Erntbar, essbar. Den lege ich hier mal hin. Den nehme ich gleich mit. Au, Distel. Ja, also das ist so ein Beet. Hier wächst dann noch wilde Rauke. Die schmeckt übrigens in diesem Stadium super lecker. Kann ich nur empfehlen. Super geiles Rucola. Wow, da lässt sich auf jeden Fall von den Mengen her jetzt auch schon langsam mal Pesto herstellen. Auch hier so dieses ganze Verzweigte. Das sind junge Blätter, das sind große Blätter. Wunderbar. So, ich möchte euch auch ein bisschen mehr noch mitgeben für zu Hause. Auch so die Gartenanfänger unter euch. Ich kriege das immer mal mit in persönlichen Gesprächen. Oh, man kann bei dir so viel lernen und so. Aber ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Fachmann, sondern als jemand, der gärtnert, andere mitnimmt, einlädt mitzukommen und Sachen herausfindet. Ich beschäftige mich natürlich dann da irgendwie intensiv mit den Themen und aber bei mir läuft auch sehr viel intuitiv und ich habe hier immer nach dem Prinzip Leben bringt Leben gegärtnert und ja, das bringt so am meisten und hier könnt ihr das auch ganz wunderbar sehen. Hier ist einiges passiert. Ich habe hier noch ein paar Sonnenblumen stehen, das sieht echt schön aus. Wer kam da denn? Ein Schmetterling. Ach. Oh. Na, seht ihr das? Oh. Ach nee, ein Tagfaunauge. Also auch Schmetterlinge noch gut dabei. So, ich verschwinde noch mal hinter die Kamera, damit ihr hier das noch mal einen Blick kriegt. So, da vorne an der Ecke haben wir Sonnenblumen. Da vorne war ja ein Beet mit Erbsen, Kichererbsen, Kohl hatte ich noch dazwischen und so, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das da so zu lassen. Das ist ja auch, glaube ich, Kohlrabi gewesen, der sich weiterentwickelt hätte. Ja, bei dem Beet hier jede Menge Kartoffeln hatte ich da am Boden. Und hier bin ich nach und nach bei, das Beikraut frei zu machen und richtig dick zu mulchen. Also dieses Feld ist quasi schon fertig. Ihr könnt das von den Höhen auch sehen. Also das ist eine richtig dicke, dicke Schicht. Na? So, und ja, in dem Teil, in dem Bereich habe ich auch noch nach Kartoffeln gewühlt, aber hier im Mittelstreifen und hier vorne so, vielleicht auch sogar hier noch, werden ein paar Kartoffeln zu finden sein. Und das mache ich dann so peu à peu. Im Moment liegt eher so die Wege wieder frei machen an und das sehen wir jetzt gleich auch noch an anderer Stelle. So, da vorne hängen noch ein paar Tomaten. Ja. Also ich erwarte hier nicht mehr zu viel, denn wie ihr sehen könnt, die platzen auf, aber dieses Muster, das will ich euch nicht vorenthalten. Guck mal, wie die Natur das eingerichtet hat. Wie schön sieht das denn aus? Wow. Richtig schönes Muster. Ja, finde ich auf jeden Fall. bringt mir natürlich nicht viel. Es wird braun, Stelle und so. Ich hoffe ja noch irgendwie. Ja, vielleicht lasse ich auch zu Hause mal was weiterreifen. Hier liegt zum Beispiel eine zur Saatgutgewinnung. Hier brauche ich nur noch Saatgut von. Das müsste Dancing with Smurfs gewesen sein. Die gefiel mir richtig gut, dünnhäutig, trotz viel Regen. Jetzt machen sich natürlich ein bisschen die Nachteile breit. Einen anderen Nachteil möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das müsste hier die, wie hieß die denn noch? Die Sherry Black. Black Cherry? Black Cherry heißen. Die auch voll in Ordnung. Bei den schwarzen möchte ich euch aber nichts vormachen, denn ja, bei den schwarzen Tomätchen ist das so, dass die doch länger brauchen. Also bei uns hier oben auf jeden Fall, unsere klimatischen Verhältnisse, die auf jeden Fall deutlich länger als die anderen brauchen. Ne, die frühe Martina und die Zuckerbusch, die war sehr früh fertig. Das sind Tomaten gewesen, wunderbar. Die gelben waren dann so ein Mittelding. Ne? Also ich will jetzt nicht rein nach Farben sortieren, da gibt es einfach unglaublich. Oh, die Sonne, schön. Unglaublich viele Unterschiede. Ach, schön, da kriege ich noch ein bisschen Sonne rein. Herrlich.
So, zurück zur Tomate. Also, ne, es gibt unglaublich viele Sorten, unglaublich viele Sorten. Und das kann ich jetzt nicht so pauschal wirklich für alle sagen. Findet es selber raus. Ich kann nach meiner Empfindung nur sagen, die Schwarzen brauchen zum Reifen länger. Das hatte ich letztes Jahr, das hatte ich vorletztes Jahr. Das ist alles, obwohl, nee, vorletztes Jahr. Ich habe den Namen immer noch nicht wieder im Kopf. Wie hieß sie denn noch, die Tomate aus dem ersten Jahr? Naja, egal. Wir wollen hier nochmal ein bisschen weiterkommen. Hier habe ich auch inzwischen mal gemäht, Gemeinschaftsarbeit. Es liegt natürlich an, wenn man einen Schrebergarten hat, eine Parzelle gepachtet hat in einem Kleingartenverein, in einer Kleingartenanlage. Ja, und hier blüht es noch immer mal so ein bisschen Goldmohn und ja, so verschiedene Pflänzchen, die hier sich so langranken. Das ist übrigens eine Sache, habt ihr eine Ahnung, was das ist? Habe ich bestimmt schon mal gefragt in meinen Videos, ich weiß es nicht mehr. Also bei der Pflanze würde mich das nochmal interessieren. Die ist hier überall so zwischen, auch hier. Weiß ich nicht, ob da irgendwo noch was Ringelblumenmäßiges ist. Die erkenne ich nämlich von den Blättern am Anfang noch nicht. Das muss ich noch lernen. Ansonsten habe ich hier so das Stück frei gemacht. Hier auch. Hier plane ich ein bisschen Veränderungen, denn beim Mähen haben mir so ein paar Sachen überhaupt nicht gut gefallen. Denn das ist so wellig und löchrig. Ich bleibe hängen mit dem. Also, es ist echt ein Kampf. Und dafür brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Geradlinigkeit bei den Wegen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, zum Beispiel auch da kam ich überhaupt nicht mehr durch. Das muss ich ein bisschen ausgleichen mit Erde und ja, mal gucken. So, und hier sieht das immer noch schön aus. Damals dieses Aneinanderklemmen hat nicht so viel geholfen, aber ich finde es so voll okay. Wunderschöne Sonnenblumen noch am Start. Ja, die gibt schon ein bisschen auf, aber ja, da sind überall immer noch welche zwischen. Anfang Oktober, wie wunderschön. So, dann habe ich vorhin mal ja, hier haben wir auf jeden Fall auch noch Sonnenblumen. Ja, vorhin mal ein bisschen am Mais rumgepult und guck mal, da ist das nicht schön. Mais. Innenrot, ne? Wunderbar. Echt toll. Fühlt sich auch toll an irgendwie. Ja, mal gucken, was da so draus wird. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Maiskolben, die ich nachher abnehmen kann. Heißt aber auf jeden Fall noch, dass ich Geduld haben muss, weil zu früh bringt dann ja auch nichts. Nee. So, hier hinter mir, jetzt mal einmal einen Blick von hier. Ich hatte ein bisschen Hilfe im Garten, da habe ich auch schon gemulcht. Ja, Beikraut zu jäten, auch ein bisschen schöner jetzt zu sehen. Die Orangenverbene, gar keine Frage, die war ja schon immer irgendwie da. Ich hoffe, dass ich das noch so auf die Kette kriege, da die Geschichte hier zu vermehren, beziehungsweise über den Winter zu kriegen. Mal gucken, ob ich das ganze Ding rausnehmen kann. Aber sein, dass ich einfach nur so ein kleines Teil haben möchte, weil ihr seht das, ich kriege das gar nicht verbraucht. Aber vom Geruch her, mal gucken, ob das noch. Oh, hammer intensiv. Orangenverbene. Gut, was haben wir denn hier noch? Das hier weiß ich gar nicht. Ist das überhaupt? Hat er mir stehen lassen. Ja, hier ist Rotkohl, da ist Weißkohl, das ist doch wunderbar, die sehen noch toll aus. Und hier haben wir auch noch irgendwas der Kohle, vielleicht ist das aber auch ein Kohlrabi, da komme ich so noch nicht beim Unterscheiden hinterher. Ja, da gibt es auch noch Kartoffeln zu ernten, in dem Stück habe ich mich noch gar nicht geäußert, da soll ich natürlich auch irgendwann durch. Wächst aber noch ein bisschen Kapuzinerkresse und ein bisschen. Ja, ein bisschen was von dem Inkanatklee. Möchte ich natürlich alles drin lassen. So, auch hier an der Stelle habe ich. Das sind noch Pflanzen, in die muss ich mich gewöhnen. Deswegen, die sind jetzt auch noch drin. Hier am Rand habe ich ein paar Kartoffeln gelagert. Die habe ich aber auch erst rausgenommen. Da kann ich gleich nochmal bei und die rausfuseln. Das mache ich jetzt nicht in eurem Beisein. Auch da vorne interessiert mich so ein bisschen, was da wächst. Ich habe es mal stehen lassen. Ich experimentiere da ja viel, beziehungsweise ja, lass einfach auch mal was stehen, um rauszufinden, was ist das eigentlich. Macht ja so am meisten Sinn. Hier auch. Tomatenpflänzchen nochmal stehen gelassen. Ja, am Rand, ja, ist nicht so wirklich zeigenswert, aber also da war noch Sellerie. Hatte ich aber nicht so wirklich viel zu ernten nachher. Ja, und das hier ist Blattpetersilie. Sonst hier überall mal durch. Bei den Pflanzen, habt ihr Ahnung, bitte haut mir das um die Ohren. Was ist das? Das würde mich echt interessieren. Oh, sind wir auch ein bisschen moosig geworden, sehe ich gerade. Ich hatte ein bisschen Hilfe, das habe nicht ich gemacht. So. Mal einen Tag für 2 Stunden hatte ich ein bisschen Hilfe. So.
Ja, ansonsten. Okay. Na, doch, da ist noch einer. Ja, aber komme ich jetzt gerade nicht ran, vor allen Dingen nicht ohne Mikro. Und auch egal, wie ich drum laufe. Hier steht noch eine Tomate. Ja, und überall Mais. Auch hier so wundersam aufgepoppt. Weiß nicht, was da los ist. Ein bisschen verstreut. Ja, Bohnen werfen nichts mehr ab. Habe ich aber super viel Saatgut geerntet. Wunderschön. Herrlich. Ach, das sieht echt schön aus gerade. Das ist echt schön. So, und es geht noch weiter. Wir sind gerade bei 20 Minuten, sehe ich. Ja, hier kommt man auch nicht mehr wirklich laufen. Da vorne auch nicht. Alles mal so durchmäht. Ja. Was haben wir hier denn noch? Hier haben wir noch einen Kurabi, der auch unglaublich viel an Kampf mit der Quäke hat, somit klein blieb. Der hatte nicht ganz so viel Kampf, ist ein bisschen größer geworden. Denn hier waren die Erbsen drin, ist alles uninteressant. Die Kapuzinerkresse hat sich breit gemacht, könnt ihr wunderbar sehen. Ja, aber hier vorne, der Kohlrabi ist echt richtig riesig. Also Größe Fußball auf jeden Fall schon. Dann haben wir hier noch überall Mangold zwischen. Ich warte noch auf Saatgut von den ganzen, ja, von den ganzen Radieschensorten, die ich da so habe. Ja, und wir können ja zusammen mal gucken, weil ich gerade auch sehe, hier wird ordentlich gefoddert, wer auch immer hier foddert. Rosenkohl, ja, der braucht Dünger. Das, guck mal, da könnt ihr das wunderbar erkennen. Die Farbe ist ein bisschen raus. Ich weiß nicht, könnt ihr das wunderbar erkennen? Das Handy ver. Doch, guck mal hier, so dieser blasse Ton. Das ist jetzt das richtige Wort, egal, ich lasse es mal so stehen. Ja, aber Kellerasseln wieder. Kellerasseln, die mögen irgendwie alles. Bei mir auf jeden Fall. Aber eigentlich gibt es genug Bodenmaterial, wo sie wegfuttern könnten. So, hier ist auch Mulchmaterial gelandet. Hier könnt ihr auch sehen, die Wege sind nicht frei. Und das mache ich hier gerade peu à peu frei. Auch da habe ich schon ein Stückchen geschafft. So, und was hatte ich hier denn noch? War das, wie hieß er denn noch? Zuckerhut, ne? Da wollte ich einen auf jeden Fall zum Blühen bringen. Mindestens ein, dass der Rest wird dann Biomasse. Wow, was ist das für ein Apparat? Wow, das kann man alles essen. Richtig schöne Blätter. Also da war ich ehrlich gesagt noch nicht bei. War auch mehr und minder mal so ein Versuch. Und dann sind mir die alle ziemlich schnell dann irgendwann mal umgeschlagen und hochgeschossen. Und deswegen habe ich da so den Draht verloren und habe dann gesagt, okay, dann macht ihr mal und ich mache nächstes Jahr oder so. Auf jeden Fall ist das tolle Biomasse. Hier hängen dann noch Tomaten, die gammeln aber langsam weg, kriegen Braunfäule. Ich muss sagen, trotz Regen waren meine Pflanzen dieses Jahr größtenteils sehr gesund. Also, wenn ich das aufs letzte Jahr mal vergleiche, da haben wir wieder nochmal einen Schmetterling. Na, ein Tagpfauenauge oder wie bist du da? Ein Tagpfauenauge, vielleicht das von vorhin? Schön. Ah, Beauty. Hol ich mal näher ran, dann kann ich nur nicht mehr sabbeln. So, ich glaube, das reicht hier an dieser Stelle. Ja, geerntet habe ich auf jeden Fall da die Artischocken und hier gab es noch Tomaten und was weiß ich, was ich hier noch alles so breit gemacht hatte. Ist jetzt so ein bisschen runter. Ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf. Artischocke, was hatten wir noch? Ach so, ich habe dann noch ein bisschen Kresse rausgerupft und ein bisschen hier zum Brotbacken. Da habe ich aber noch nicht weitergekommen. Jetzt kriegt er hier so ein bisschen. Die ersten Blätter wieder die Art. Was? Das gibt's doch gar nicht. Ey, wenn die bis nächstes Jahr nochmal durchkommt und nochmal blüht, das wäre doch der Hammer. Hat das jemand von euch da draußen schon irgendwie mal gemacht? Also Erfahrungen gesammelt, wie es dann im dritten Jahr aussieht mit ein und derselben Pflanze? Kommen die so weit? Blühen die dann nochmal? Passiert das zweimal hintereinander? Also bisher weiß ich ja nur von der Pflanze, dass sie im zweiten Jahr blühen kann. Hat sie gemacht. Wunderschön. Wer die Videos verpasst hat, sollte bei mir mal ein bisschen stöbern gehen. Das war echt eine Riesenfreude, das so Stück für Stück dann beobachten zu können. Ich weiß nicht, wann das anfing, Mai, Juni, da irgendwo. Ich habe das fast in jedes Video eingebaut, dann in den Gartenrundgängen, um auch die. Oh, wow, was ein Sturzflug hier. Ach so, genau die Artischocke. Da waren wir und sind jetzt auch fertig damit. Pilze. Total spannendes Thema, wie ich finde. Und. Ja, bei mir wächst einiges an Pilzen mittlerweile.
Wenn jemand Ahnung von euch da draußen hat, wie denn dieser Pilz heißen könnte, sagt bitte Bescheid. Ich muss mal kurz überlegen, wo waren die anderen Pilze denn alle noch? Vielleicht hat die auch meine Hilfe rausgerupft. Laufen wir doch noch mal ein bisschen durch die Gegend. Schön, dass mich heute noch wieder Schmetterlinge besuchen. Ach, ist das herrlich. Ja, überleg, überleg, überleg. Ich weiß nicht mehr, wo die Pilze standen. Ach, der Schmetterling kommt hier immer wieder. Das gibt's ja gar nicht. Dann fliege ich dahin, wo ich bin. Ein wunderschönes Tier. Vielleicht ist das auch wieder ein anderer. Guckt euch mal das schöne Muster an. Hallo? Darf ich ein bisschen näher rankommen? Du bist so wunderschön. Oh. Ich tatter wieder ein bisschen. Schön. Wunderschön. Da sitzt er. Übrigens an meiner Zucchini, die natürlich. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, da kommt nichts mehr. Aber guck mal an, da unten kommt doch noch eine Zucchini. Glaub's ja nicht. Ich hatte hier so einen riesen Apparat dran. Ich weiß gar nicht, ob ich euch je dieses Foto gezeigt habe. Habe ich euch je dieses Foto gezeigt? Das kann ich euch auf jeden Fall mal reinschneiden. Da könnt ihr schon sehen, wie der Thomas das Teil neben Kopf hält und guckt euch mal an, was das für ein Riesenviech ist. Echt der Hammer, was so eine Pflanze dann hinkriegt. Ja, und aber ich, das ist auch alles, was ich die Pflanze habe machen lassen. Ich habe mich nicht so wirklich drum gekümmert. Dieses Jahr war bei mir kein Zucchini-Jahr, hätte sein können, gar keine Frage. Aber das war irgendwie dieses Jahr noch nicht dran. Ne? Habe ich hier noch Physalis. Das ist noch die Tomatello, da hängen ein paar dran. Oh, das ist ja ein schön samtig. Wie schön. Schönes Gefühl. Ah. Schön. Lenkt mich voll ab. Ja, da hängen dann noch überall welche zwischen und ja, ach, nicht so wichtig, ne? Aber ich wollte euch noch was anderes zeigen, wo ich denn hier dann noch mal längs tingel. Gehe ich mal hier rum. So. Pilze kommen vielleicht noch. Ich habe echt vergessen. Ach doch, jetzt fällt mir noch eine Stelle ein. Hier auf jeden Fall die Lemon Queen hat viel zu viel Konkurrenz von der Quecke. Da unten wächst noch Beinwell. Das hier ist ja noch ein Geschichtchen mit den Stachelbeeren, glaube ich. Nee, Johannisbeeren. Da unten drin hatte ich auch immer noch die Herzblattlilie nicht zu sehen. Ja, auch so ein Beet, wo ich mich nicht gekümmert habe. Also die Quecke ist echt brutal. Ich sage euch das, Leute. Bei Quecke braucht ihr Geduld. Und ich kann euch empfehlen, bei Quecke oder Quieke. Ist auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, man kann das positiv für sich auch nutzen. Erstmal ist es ein Rasenersatz, wunderbar. So, dann man möchte das Uber-Agural Picobello haben, wovon ich nicht so viel halte. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ach, schön. Oh, jetzt kriege ich auch langsam richtig Hunger. Wo können wir denn nochmal rumtingeln? Pilze, Pilze, Pilze. Da werde ich euch nochmal führen an eine Stelle. Ist ein Stückchen bis nach hinten. Vielleicht kann man da noch bis da was sehen. Ach, hier wunderbar. Hier haben wir noch einmal die Geschichte mit den Erdbeeren. Das, was ich erzählte, der wirft hier seine Bahn, lauter einzelne kleine Pflänzchen. Hier liegt noch ein bisschen Knoblauch drin. Das ist Knoblauch zum Stecken. Ach, wisst ihr was? Das kann ich wunderbar. Ne, jetzt ein bisschen feucht. Obwohl gerade deswegen vielleicht. Ne, das mache ich gleich mit. Eins zur Zeit. Ja. Auf jeden Fall ist das jetzt auch noch die Zeit für ein Schmetterlingsauftritt, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Und zwar noch Zeit für die Nachtkerze. Wunderschön. Ja, hält auf jeden Fall länger durch als ja, wie heißt sie noch? Königskerze, genau. Da muss ich kurz überlegen. Ja, hier könnt ihr es auch sehen. Bis zur Mitte bin ich gekommen. Ne? Das Stück soll noch frei. Ja, mit Kronlichtnelke. Wow, ich kann mir mittlerweile echt toll viele Namen merken, aber dann fallen hinten wieder welche raus. Ich und Namen, das, ne? So, Ringelblumen könnt ihr sehen, auch hier wunderschön an der Ecke. Da haben wir sie auch gesehen, ne? Palmkohl und so, ihr kennt die Ecke noch von gerade. Ich hoffe, ihr habt heute auch ein bisschen mehr Überblick gekriegt. Könnt mir ja mal gerne Rückmeldung geben, wie das so ist. Ja, und hier vorne habe ich auf jeden Fall noch
Eine Malve, die nochmal Gas gegeben hat und die echt wunderschön aussieht. Was ein Glück. Eine wunderbare Stelle für die Malve. Ich habe hier in der Nähe auch weiter Saatgut verteilt. Mal gucken, ob da nochmal was kommt. Ja, hier drin. Also es wird auf jeden Fall wieder lichter. Das könnt ihr hier sehen. Ja, die Zeit der Weide ist gewesen, aber ey, das ist gewachsen. Echt der Oberhammer. Malve. So, und hier habe ich jetzt auch schon ein bisschen frei gemacht. So, wo gehen wir hin? Ich habe gesagt, Pilzsuche, ne? Also mir sind schon deutlich mehr Pilze aufgefallen, aber ich habe mir nicht gemerkt, wo die waren. Also bei dem einen Pilz könnt ihr mir vielleicht helfen, wie der heißt. Übrigens für alle da draußen, bitte selber schlau machen. Nicht einfach probieren. Also bei Pilzen kann das richtig gefährlich werden, tödlich werden. Und ich glaube, das wollt ihr nicht. Deswegen macht euch da selber schlau. Selbst die Erfahrenen von Buschfunkistan, die ich euch auch schon mal empfohlen habe in Sachen Pilze, sagen das auch immer wieder. Also selber schlau machen, beziehungsweise ganz vorsichtig sein, nicht irgendwie irgendwas probieren, weil man mutig sein möchte. Das kann voll nach hinten losgehen. So, Pilze, Pilze, Pilze. Hier haben wir ja mein geimpftes Holz für das Judasohr, da kommt natürlich noch nichts. Ne? Nein, noch nichts. Ja, dafür habe ich hier einen Pilz. Ach, der ist so schnell eingegangen vom Regen. Der sah eher so schwefelkopfmäßig aus. Spannend, wie schnell das geht. Vielleicht finde ich deswegen auch die anderen Pilze nicht mehr. Ja, Pilze war wohl doch nicht so spannend heute. Ach, ja. Yeah. Aber ich habe hier ganz wundervoll, aber richtig wundervoll, eine Begegnung mit Eichhörnchen, mit meinem Eichhörnchen. Ja, zip. Ups. So, ihr Lieben, ich überlege gerade, was ich euch noch zeigen kann. Da möchte ich jetzt nicht durch. Das ist Gras zu hoch, alles nass. Und ich glaube, ich muss mich auch bald verdünnisieren, wenn ich nicht nachher noch nass werden möchte. Hier kann ich euch noch was zeigen. Topinambur, alles voll da im Boden auf jeden Fall. Da werden die Knollen ja sein. Ich esse die nicht wirklich. Ich glaube, ich sollte mal anfangen, die Dinger da rauszureißen, sonst habe ich eine Invasion von Topinambur. Und die Stelle mag er auch nicht so gerne. Also ich habe nicht einen, der geblüht hat. Gar nicht. Nicht, oder? Habe ich euch mal was gezeigt? Nee, habe ich nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass da was geblüht hat. Ach, ist das schön. Die Sonne. Was ein Meer an Garten. Schön. Ja, doch, ein paar Schmetterlinge. Ist wie schön. Na, haben wir dich schon gesehen? Sicherheit. Ach, hier noch die Ananasminze, die soll nochmal einen anderen Platz kriegen. Schöner Duft. So, und ich würde sagen, das war schon fast. Wer jetzt noch Interesse hat, zu erfahren, wie es danach, ja, nach dieser Riesenradtour und nach Klaus und Dani, das so weiterging, der bleibt noch dran, beziehungsweise kann auch noch ein bisschen was über mich erfahren, wie es bei mir gerade aussieht, wie es weitergeht. Denn ja, vielleicht fange ich da sogar an. Vor ein paar Wochen, na, ist der Schatten auf mir so ein bisschen. Vor ein paar Wochen bin ich ja zusammengebrochen. Mir ging es ziemlich scheiße, auch ein paar Tage, bis ich überhaupt so viel Kraft im Körper wieder hatte, um stinknormale Sachen zu machen. Ich kümmere mich immer darum, dass ich Sachen mache, die mir gut tun. Wenn es rein um meinen Körper geht, dann kann ich zu Hause bleiben, dann brauche ich gar nichts mehr machen und dann habe ich auch nicht mehr so viel vom Leben. Ist aber nicht so nichts, was ich so akzeptiere und ich glaube auch immer daran, dass man noch richtig heilen kann, auch körperlich. Aber das braucht Zeit. Das braucht ja Step by Step. Es wird windiger. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das. Oh, da hinten. Ja, hier, guck mal da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sorry, dass ich abschweife. Ich glaube einfach daran, egal was man, oder fast egal. Nee, das ist auch verkehrt. Ich möchte nicht anmaßend sein. Aber bei vielem, was wir mit uns rumschleppen, körperlich,
gibt es auf jeden Fall Heilung. Und ich mache das jetzt eine geraume Zeit, so Step by Step. Wer mich von Anfang an verfolgt hat, wird das auch mitgekriegt haben, dass ich eine gewisse Entwicklung auch durchmache und das hört auch nicht auf. Im Moment, ja, also jetzt gerade, ihr merkt, wie es mir so geht, aber das ist echt schwankend bei mir und das ist ein unglaublich schwieriges Jahr für mich. Ich kenne das schon, dass immer mal was los ist und mich was zurückwirft, aber das ist konstant fordernd dieses Jahr, was all meine Kraft braucht und auch ja, alles an Strategien braucht, was ich so im Leben kennengelernt habe, um voranzukommen. So, ja, kann ich dazu noch was erzählen? Ja, eigentlich nur, dass es viele da draußen gibt, die mich schauen und regelmäßig schauen und bis heute gar nicht wissen, warum ich das Ganze hier mache. Also es geht mir nicht nur um den Naturgedanken, also unter dem Schirm schon, weil wir sind ein Teil der Natur, sondern ich möchte auch Menschen da draußen Mut machen, die mit Handicaps durchs Leben laufen, und genau die wissen auch, was bei mir los ist oder jedenfalls so ansatzweise. Eigentlich ist meine Liste an Diagnose aus ärztlicher Sicht so lang, dass mir der ein oder andere schon gesagt hat, ey, pass auf, geh in Rente, hat keinen Sinn mehr im Grunde genommen. Und das ist nichts, was ich akzeptiere. Ich möchte noch ein bisschen was von meinem Leben haben und habe schon immer mehr in meinem Leben, aber dieses Jahr ist so fordernd, dass ja, es passiert ja alles für mich und ich wachse an diesen Dingen und ich kriege gerade den Bogen nicht hin. Verzeiht mir das, wir sind auch schon am Ende des Videos. Ja, ich möchte einfach Menschen da draußen Mut machen. Egal was ihr habt, die Natur kann euch heilen. Und wenn es körperliche Gebrechen sind, die den Alltag nicht so normal verleben lassen wie andere, dann ist das gar keine Frage, das ist was von außen auferlegt ist, mit dem man klarkommen muss, aber man kann über die Natur unglaublich viel heilen. Auch wenn der Körper nicht mehr mitkommt, kann man trotzdem noch ein sehr glückliches Leben führen. Es gibt super, super Beispiele. Ich habe diese Promi-Namen da nicht im Kopf, weil ich habe gar keinen Fernseher mehr und verfolge das auch nicht mehr. Da gab es so einen, ich glaube bei Wetten, dass oder so war das, so ein junger Mann, der da hier über Autos springen wollte oder so. Und im Rollstuhl sitzt, ja, noch andere Persönlichkeiten, die trotz dessen einfach nicht aufgegeben haben und sagen so, hey, das Leben lächelt mich an, ich lächle zurück. Und ja, ich spreche immer von Heilung und Heilung und Heilung. Ich glaube, in ein paar Worten da draußen wollen wir es gar nicht mehr hören. Deswegen, ich lasse das mal einfach so stehen. Das ist vielleicht was ich irgendwann nochmal aufgreifen kann. Ich möchte jetzt wirklich zum Ende kommen und was jetzt noch fehlte, ist auf jeden Fall der Punkt mit Klaus und Dani, was ist da so passiert. Ich bin ja nach Kiel gefahren, es war für mich eine Art Jakobsweg. Der einen oder anderen wird das da draußen was sagen. Ja, ich wollte irgendwie alles links und rechts liegen lassen und was versuchen zu machen, was mich aus meiner, ich nenne es mal, Komfortzone holt. Und ja, körperlich war ich eigentlich, bin ich auch nach wie vor noch, ja, gehandicapt, wie ich es immer so schön ausdrücke. Und ja, eigentlich wäre so eine Radtour überhaupt nicht drin gewesen vom Körper her. Und dadurch, dass ich jetzt schon so viele Jahre meditiere, kann ich so mein Körperliches durchaus hinten anstellen und dann beziehungsweise meinem Körper auch Kraft geben. Auch von außen über die Natur kann man sich Energie einatmen und wollte dann irgendwie einfach etwas machen und schaffen, wo ich den inneren Schweinehund überwinden muss. Und das war bei der Geschichte definitiv. Gut, ich hätte mich zu Hause erholen können, irgendwie. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ich habe zu viel Hummeln im Morse und ja, möchte auch aus so einer gewissen Lebenssituation rauskommen. Und für mich ist das auf jeden Fall etwas gewesen, wo ich weiß, das tut mir gut. Egal wie kaputt ich dann danach bin oder ja, was ich definitiv richtig war.
Oh, ich muss mich vor dem Regen schützen, gleich, glaube ich. Oder? Ja, sie zieht schon ein bisschen vorbei. Also, ich bin nach Kiel gefahren. Ich wusste nicht, ob ich da ankomme. Es sollte so eine Art Jakobsweg sein. Ich habe es letztendlich geschafft, sogar mit einem 15 Kilometer Umweg ohne Training. Ich war in derselben Woche, bin ich so ein paar Mal gefahren, auch mit dem lieben Sven, mal hier so über die Marsch, auch nach Friedrichstadt. Und bei 12 Kilometer war ich echt so im Eimer. Und das war an dem Tag auch nicht anders. Ich hatte richtig Schiss, mich. Eine Libelle. Richtig Schiss, mich zu erkälten. Darauf hatte ich natürlich überhaupt gar keine Lust. Muss nicht sein. Das ist bei mir sowieso immer so ganz gefährlich. Also wenn mein Körper nicht hinterherkommt bei dem, was ich tue, wo ich da so den Antrieb für habe und so weiter, ja, muss ich dann immer einen Schritt zurückgehen, ihm die Pause geben und dann geht's weiter. Und so habe ich das auf dieser Radtour gemacht. Und habe so peu à peu meinen Weg nach Kiel durchgebahnt. Habe da ja auch ein wunderschönes Video zu gedreht. Bing, einmal oben rechts zu finden, für alle, die es verpasst haben. Eine wunderschöne Tour. Ich habe für euch ein bisschen was einfangen können. Habe natürlich jetzt nicht mit einer großen Bildgewalt da ein Video gedreht. Es ging ja um eine Reise und das war der Teil, wo ich sage, so, da kann ich euch dran teilhaben lassen, auch wenn ich von der Natur und so weiter sicherlich noch hätte mehr zeigen können. Es gibt viele schöne Stellen. Ein bisschen was konnte ich zeigen, war richtig schön. Und das hat mich dann auch so durchgetragen und diese Breaks und auch dann Eckernförde am See, beziehungsweise die verschiedenen Noah. Nicht Moa mit N vorne. Ich weiß nicht, wie die Mehrzahl ist. Vielleicht auch nur Noa. More, Nore, Nore vielleicht. Ja, wie auch immer. Vielleicht weiß das einer von euch da draußen. Hält uns mal bitte. Ja, und dann bin ich in Kiel angekommen und hatte da auch eine tolle Zeit. Ich war aber echt. Da ging nichts mehr. Also ich. Doch, schon. Ich habe mal wieder meinen Körper ignoriert und habe bei Klaus dann auch noch ein Video gedreht. Über roundabout 10 Minuten für Instagram war das, oder? Moment, Moment. Ach nee, Blödsinn. Nee, nee, nee. Das war hier noch für das Video, was ich euch da gerade verlinkt habe. Da ist das noch hinten rangekommen. Habe ich natürlich noch von meinem Zielankunftsort ein paar Bilder geschickt. Und ja, das war auf jeden Fall schön auch so. Das so zu dokumentieren. War eine richtig schöne Zeit. Dann habe ich ja eigentlich vorgehabt, am gleichen Tag noch zurück. Hätte ich das alles ein bisschen strammer gemacht, dann hätte es klappen können, aber mein Körper, ich hatte auch Probleme, dass meine Füße taub wurden, Beine taub. Ich habe dieses Problem generell schon und das wurde da richtig schlimm. Und deswegen hatte ich Zwangspausen, obwohl ich Bock hatte, weiterzufahren. Aber soweit höre ich dann auf meinen Körper, dass ich ihm das dann auch gebe und die Pause. Und ja, die waren auch nicht wirklich lange. Ich bin dann auch, ich glaube, bei 40, 42 Kilometer habe ich mich gemeldet, da Schleswiger Ecke. Und dann war es dann nachher dann doch so, dass ich eigentlich nur gefilmt habe und direkt weiter bin, anstatt noch eine Pause zu machen. Ja, war echt herrlich. Schön. Also ich kann euch da draußen nur empfehlen, probiert's aus, habt den Mut, mal eure Komfortzone zu verlassen, etwas zu machen, was gegen die Bequemlichkeit geht, gegen Faulheit und Antriebslosigkeit, wie auch immer, einfach mal so starten. Und dann kann man sich da so peu à peu durchwurschteln. Das hilft mir in vielen Lebenslagen. Es gibt Lebenslagen, wo mir es überhaupt nicht hilft, wenn es um Bürokratie geht und so. Da sieht es anders aus. Da schlage ich bis heute die Hände über den Kopf zusammen. Egal, das ist noch ein anderes Thema. Ich schweife schon viel zu sehr ab. Wo sind wir denn jetzt? Oh je, 45 Minuten. Dann muss ich jetzt mal echt zum Ende kommen. Jetzt kriege ich auch die ersten Tropfen ab. Wunderbares Timing. Also ich hatte noch eine wunderbare Zeit bei Klaus. Auch ein wunderschönes Video entstanden. Findet ihr auch oben rechts. Das ist das letzte, was ich euch verlinkt habe. Ich halte mich da ja möglichst zurück. So gut das geht. Aber es gibt schon Sachen, die sind, ja. Die sind halt dafür da, dass sie euch anstecken, mal raus in die Natur zu gehen. Auch in dieser kälteren Zeit, die jetzt kommt, Herbstzeit. Im Wald war ich gestern oder vorgestern. Nee, vorgestern hab Pilze gesucht, habe auch wunderbare Stellen entdeckt. War richtig schön, tat mir auch wundersam gut. Habe ich den Tag gebraucht. Ja. So, genug gesabbelt. Oh, habt ihr das bis jetzt durchgehalten? Konntet ihr mir so viel zuhören?
Würde mich mal interessieren, wer bis zum Ende durchgekommen ist. Ich habe immer ganz fleißige Zuschauer, die das wirklich durchziehen mit mir. Also ich gucke meine eigenen Videos kaum noch an. Also es ist ganz selten, dass ich mal irgendwas angucke. Ich schneide die Videos, dann gehen sie online und dann war es das. Ab und zu habe ich mal einen Freund oder so da. Oder ja, es ist aber auch selten, dass ich mal mit irgendwem was gucke. Es sind ja auch echt viele Folgen mittlerweile. Das dritte Gartenjahr. Ich habe noch nicht mal 3 Jahre voll mit diesem Garten. Das hier, was hier alles so ist, für alle, die das vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, den Anfang. Vorher sah es hier so aus. So, leer, 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 leer. Alles voll Quecke. Und das, was da hinten zu sehen ist, ist da hinten bei mir ein Bunker, der 4 bis 6 Meter ungefähr frisst an Fläche, Bodenfläche. Und der war komplett voll mit Erde. Und die Erde habe ich im Garten verteilt, habe mir noch andere Sachen geholt und geupcycelt und Sperrmüllfunde und so weiter und so fort. Ja, das zeigt doch, dass man irgendwie trotz Handicaps im Leben auch. Dieser Schmetterling, was ist denn hier los? Hey, ja, jetzt habe ich dich verscheucht. Du brauchst noch einen Auftritt. Naja, soll er haben. Da schwebt er den Lüften entgegen. Ja, ich dachte, er geht gerade hoch. So, jetzt dürftet ihr ihn nicht mehr sehen. Der hat sich dann doch genervt gefühlt. So, ich sage an dieser Stelle, für alle, die vielleicht noch kein Abo dagelassen haben, es ist nur ein Klick entfernt. Oder vielleicht zwei oder drei. Ist eine tolle Sache, die ich hier mache. Ein bisschen was fürs Allgemein, wo ich habe auch noch ein paar Überraschungen dieses Jahr parat, definitiv. Im Moment bin ich nach wie vor auf Sparflamme. Ich bin noch zu Hause am Renovieren und machen und tun. Um mein Leben weiter Richtung mehr Lebensqualität auszurichten. Und ja, Renovierung ist auch so fällig gewesen für so eine Base, so eine Basis, von der ich aus besser arbeiten kann. Da tut sich einiges. Also, vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die bis hierhin gekommen sind. Und ich würde mich mega freuen, euch und noch mehr nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder schönes Restwochenende. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich hoffe mal auf Freitagabend. Das ist immer ein ganz guter Rahmen. Hängt halt davon ab, wann ich zum Schneiden komme, wie ich zum Schneiden komme. Da braucht man auch einen gewissen Flow und einen gewissen Antrieb. So, jetzt bin ich raus. Ich sage Tschüss, euer Lars und weg. So.